Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von King of Thieves hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Wir haben ja letztens das erste Video hier von King of Thieves gespielt. Ich hoffe, ihr habt das gesehen. Falls nicht, schaut doch bei meinem Kanal vorbei. Da könnt ihr auch das erste Video ansehen, damit ihr wisst, um was es geht, was es hier, ja, was man hier so machen kann. Und ja, wir starten hier gleich mal weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, und zwar bei dem zweiten Auftrag. Wir sind ja letztens in ein neues Verlies gezogen und langsam kapiere ich dieses Spiel und wir nehmen gleich mal diesen Auftrag an. Beende ein Totemritual, das haben wir gleich vorhin, okay, das haben wir vorhin erledigt und hier werden wir gleich das nächste annehmen. Stiehl einen Juwelen von anderen Spielern. Gerne. Nehmen wir auch an. Und, okay, das brauchen wir gar nicht annehmen, den haben wir einfach so. Und dann gehen wir schon auf Überfall und wir suchen gleich mal einen Gegner, Leute. Der sieht eigentlich ziemlich hart aus, komm, den überspringen wir mal. Wir sind ja alle viel stärker als ich hier. Auch der, die sind alle... Soll ich den probieren? Nö. So, aber der, oder? Der sieht nicht so schwierig aus, denn der Davis. Da brechen wir ein. Wir probieren natürlich hier den richtigen Schlüssel gleich mal zu finden. Und da sind wir auch schon. Wow. Wow. Oh mein Gott, wie schwierig ist denn das hier? Ich habe noch nicht viele Einbrüche gestartet. Wie ihr vielleicht auch hier erkennen könnt. Wow. Aber Leute, wir haben es geschafft. Es war dann doch nicht so schwer. Gut. Wow, das Spiel erfordert wirklich eigentlich sehr viel Skill. Wir holen uns hier ein Totem vom Gegner und gehen gleich mal zurück. Und ja, das schaut mir, also das Spiel schaut mir nicht jetzt so pay to win aus. Und ich muss hier irgendwas mit meiner Facecam machen. Komm, wir backen das Teil hier so rauf, damit ich nicht immer hier, dass ich nicht immer hier vor Gaffy bin. Ah, du hast ein neues Juwel gestohlen. Gut, dann können wir jetzt ein Ritual mit zwei Juwelen durchführen. Durchführen, nicht fühlen. Wir fühlen hier keine Juwelen, Leute. Einmal das drauf und einmal das drauf. Und wenn wir das jetzt schaffen, bekommen wir eine sehr geile Belohnung, wie es aussieht. 1590 von diesen Punkten. Ich weiß noch immer nicht, wie die heißen. Schreibt es mir doch mal bitte in die Kommentare. Und schreibt mir auch in die Kommentare, ob ihr dieses Spiel schon spielt. So, wir bekommen hier 1590, ja, wie gesagt. Und ja, 5 Minuten dauert es. Ich habe einige Drohne gefunden. Sie helfen dir, deinen Titel als König der Diebe zurückzuerlangen. Okay. Um einen zu nutzen, schließe ein Ritual im aktuellen Verlies ab. Okay, das haben wir abgeschlossen. Beende ein Totem-Ritual, Drohne freischalten. Okay, wir drücken hier gleich mal drauf und beenden natürlich das Ritual. Du erhältst durch das Ritual, okay, diesen Juwel mit den 1590 Punkten. Den hätten wir dann gleich mal. Und was gibt es hier? Okay, sammeln wir ein, irgendein Blatt. Was bringt uns das Blatt? Ich glaube, damit können wir hier irgendwas in den Verliesen der Gegner anstellen. Ab jetzt erhältst du eine magische Zutat für jedes beendete Ritual. Okay, magische Zutaten hören sich irgendwie magisch an. Mit magischen Zutaten kannst du deinen Thron verbessern. Hast du eigentlich die Belohnung für deinen Auftrag eingesammelt? Nee, noch nicht. Wir nehmen das jetzt. So, jetzt haben wir die Drohne freigeschaltet. Toll, du kannst jetzt Drohne nutzen. Sie helfen dir, deinen Titel als König der Diebe zurückzulangen. Sagtest du bereits. Und hier ist mein Thron. Stell dir einen neuen Thron her. Wieso gleich immer einen neuen? Ich will den, auf den mal sitzen. Sammle mehr Gegenstände, um legendäre Drohne herzustellen, die dir einzigartige Fähigkeiten verleihen. Okay, das hört sich mal sehr interessant an, Leute. Stellen wir dir einen neuen Thron her. Okay, mutiger Dieb, herstellen. Diesen Thron herstellen, klar. Da haben wir gleich mal 60 Gesundheit. Ich glaube, dann halten wir mehr aus, kann das sein. Aber schauen wir gleich mal. So, Stufe 1. Dieser Thron erhöht deine Gesundheit. Der steht dir richtig gut. Dankeschön. Wenn du deinen Thron maximal aufwertest, kannst du einen mächtigen Thron herstellen. Alles klar. Jeder der größten Diebe hat seinen eigenen legendären Thron. Legendäre Drohne sind anscheinend ja wie legendäre Karten oder legendäre Teile bei anderen Spielen. Können wir den schon verbessern? Nein, 12.000 bräuchten wir dafür. Was gibt es hier so? Ich kann dir Bescheid geben, wenn andere Spieler dich überfallen. Ja, wäre cool. Benachrichtige mich. Ja, ich erlaube dir, dass du mir Benachrichtigungen senden darfst. Verbessern wir deine Dietriche, um mehr Gold zu stehlen. Was wir alles hier machen können, das ist ja unglaublich. Das Spiel ist sehr umfangreich, wie ich hier finde. Und ja, wir verbessern hier mal unsere Schlüssel oder Dietriche, wie sie hier genannt werden. Verbessere deine Dietriche, um ihre Anzahl zu erhöhen. Verbessern, so, jetzt haben wir dann schon 11. Die Zeit drängt, beschleunigen wir das. Ist gratis, machen wir natürlich gerne. Andere Dietriche auf Stufe 2 verbessert. Sehr nice. Sehr gut, du hast deine Dietriche
und mit ihnen deine Offensive verbessert. Und wie sieht es mit meiner Defensive aus? Nicht so toll wahrscheinlich. Und so. Okay, wir haben hier schon ein Angebot, Leute. Das sieht sehr, 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 sehr interessant aus. Ich meine, ich kenne mich nicht so aus. Aber wir bekommen 250 Orbs, das wie so Juwelen hier sind. Erhalte die nächsten 30 Tage jeden Tag 30 Orbs. Okay. Zweites Drehen beim Zurückholen ist kostenlos. 30 Tage lang. Alle fallen arbeiten beim Verbessern 30 Tage. Okay. Was haltet ihr von diesem Angebot? Schreibt mal in die Kommentare, ob es sich das lohnt zu kaufen. Denn ihr kennt euch wahrscheinlich die meisten. Viele von euch kennen sich besser hier aus als ich. Also schreibt sie doch mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. Dann gehen wir mal zurück. Hier gibt es noch einen Shop. Aber momentan holen wir uns hier nichts. Okay, das ist die Königstruhe. Auch die Spezialtruhe ist hier im Angebot. Und normal kosten hier 250 Orbs bzw. 300 Orbs gleich mal 6 Euro. Also von dem her sieht das eigentlich recht billig aus. Und das nur für kurze Zeit. Sieht auch nicht so schlecht aus. Aber na gut, Leute, momentan können wir ja so noch. Wir haben noch 19 Tage Zeit, also 20 Tage jetzt, um uns dieses Angebot zu holen. So, Gaffy, willst du eine neue Verkleidung? Ein Freund von mir hat dir die Stiel mit Stielmaschine geschenkt, schließt dafür den nächsten Auftrag ab. Stiel Gold, Stiel 2000 Gold von anderen Spielern. Okay, machen wir gleich mal. Machen wir gleich mal. Dann müssen wir hier auf Überfall gehen und suchen gleich mal einen Gegner. So, wo startet man hier? Man startet hier unten. Ja, komm, ich glaube, den Mann schaffen wir. Hey, okay, da verbrauchen wir gleich mal alle unsere Dietriche. Und wir starten hier natürlich so. Wow, Leute, der war mal mega geil, der Jump, muss ich sagen. Wow, und gleich beim ersten Mal schaffen wir es. Yes, und da bekommen wir nur 1800, leider. Nicht 2000 und wir bekommen gleich mal plus 4 Schlüsselaugen, weil wir gleich mal fehlerlos das Ganze geschafft haben. Sehr, 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 sehr nice. So, 1871 und 15 dieser Klimmerdinger, was auch immer das ist. Okay, das sind Erfahrungspunkte. Ich bin hier momentan noch auf Level 1 und wir steigen hier gleich eine neue Platzierung auf. Und ich würde sagen, wir verschmelzen die Dinger gleich mal. 5 Minuten hier, wir beschleunigen das gleich mal. Ja, yep, das will ich beenden. Sammeln wir natürlich gleich eins. So, wir haben hier noch nicht die 20.000 gesammelt. Und was kriegen wir hier? Oh, das Seltene anscheinend. So, wir sammeln das ein. Was ich damit anfangen kann, noch keine Ahnung, aber wir steigen natürlich in der Platzierung auch gleich mal rauf in der Meisterschaft. Ja, wir brauchen noch etwas mehr als 100 Gold und das holen wir uns natürlich gleich mal. Das sieht hier schwierig aus und ich mag dieses Spiel, weil es hier auch etwas an Skill benötigt. Also ich finde, es benötigt Skill und wir brechen hier gleich mal ein, würde ich sagen. So, beim zweiten Mal, okay, man startet hier oben. Das erschwert das Ganze natürlich jetzt mal. Aber egal, Leute. Okay, man kann hier nicht direkt runterfallen. Man muss hier anscheinend springen. Wow! Und da haben wir es schon geschafft. Leider beim zweiten Versuch nur. Und das war hier schon sehr, sehr viel Glück, muss ich sagen. Und komm. Oh, keinen Juwelen. Soll ich nochmal drehen? Ich hätte hier schon eigentlich gern den Juwel, damit wir den verbessern können. Komm, wir drehen hier nochmal in der Hoffnung. Okay, aber jetzt drehe ich nicht mehr. Das macht richtig süchtig, das Drehen. So, okay. Und hier haben wir es eigentlich jetzt geschafft. Wir haben den Auftrag super abgeschlossen und holen uns natürlich hier unsere Belohnung. Toll, jetzt kannst du dich umziehen. Besorg dir eine passende Verkleidung. Gerne. Das kann ich also auch auf meinem Thron machen. Wow, da gibt es sehr, sehr viele coole Sachen. Das ist die Stiel mit Stil Maschine. Hier bekommst du eine zufällige Verkleidung im Austausch gegen deine magischen Zutaten. Ah, für das sind also meine Zutaten hier. Je mehr Gegenstände du hineinpackst, umso höher sind deine Chancen auf eine seltene Verkleidung. Versuchen wir es. Pack die Blätter in die Maschine. Okay. Kann ich noch was reinpacken? Ich will mehr Blätter! Na gut, dann ziehen wir mal den Hebel. Und schauen wir mal, was wir so rausbekommen. Eine seltene wäre dann cool, natürlich cool, aber das bekommen wir sicher nicht. Eierkauf bekomme ich hier. Hält sich für schlauer, als er ist. Na gut, da sieht ja meine momentane Verkleidung eigentlich besser aus. Na, so kannst du dich ja sehen lassen. Nein, eigentlich nicht. Das passt perfekt zu deinem Thron. Nein, eigentlich auch nicht. Du solltest deine Verkleidung ausprobieren und jemanden überfallen. Na gut, der denkt daran, sammle magische Zutaten, um Drohne zu erschaffen, sie zu verbessern und neue Verkleidungen zu erhalten. Alles klar, so. Gaffy redet wirklich viel, muss ich sagen. Die redet fast mehr wie ich und ich rede schon viel. Schön, dass du dich langsam eingelebt hast. Dein nächster Auftrag wird schwieriger. Schließe neue Aufträge ab, um weitere Belohnungen zu bekommen.
ja, ohne Belohnungen würde ich auch nichts abschließen für dich, Geffi. Wow, und jetzt gibt es richtig, richtig viele Aufträge hier. Erreiche Stufe 10, das könnte lang werden. Gewinne die Holzliga, das geht, das schalten wir Gilden frei und dann könnt ihr vielleicht auch in eine Gilde von mir bekommen. Und dann stiehl 3000 Gold von anderen Spielern. Okay. Das ist ein leichter Auftrag. Aber Leute, diese Aufträge verschieben wir... Oh nein, wartet mal. Zwielichtiger Joe. Hey, erinnerst du dich? Ich bin der zwielichtige Joe und habe da einen eine Aufgabe für dich. Hast du ein Totem? Klar habe ich ein Totem. Und nein, ich erinnere mich eigentlich nicht an dich. So, da unten haben wir Post. Da sind überall Rufzeichen. Das verschieben wir alles aufs nächste Video, Leute. Das werden wir im nächsten Video erkunden, was es hier alles gibt. Deswegen, falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Mir gefällt das Spiel eigentlich richtig gut, muss ich sagen. Und ja, falls du neu auf meinem Kanal bist, würde ich mich auch sehr, sehr, sehr über ein Abo von dir freuen. Vielen Dank auf alle Fälle fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, macht's auf alle Fälle gut, Leute. Und haut auf alle Fälle rein. Wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Stream, im nächsten Vlog, was euch alles kommen wird. Bleibt hier, ja, auf alle Fälle gespannt. Glocke aktivieren, nicht vergessen. Das war's auch jetzt schon mit mir. Ich rede nicht mehr weiter. Vielen Dank. Wir sehen uns. Ciao.